Mein Name ist Toni Kral. Ich bin 1949 in Berlin geboren. Und meine Eltern waren... Ich fange früher an. Meine Großeltern hatten, das habe ich auch jetzt erst lesen können, meine Großeltern hatten einen tschechischen Pass. Und sind während der Zeit des Faschismus nach Prag emigriert. Die Eltern meiner Mutter. Zusammen mit meiner Mutter und mein Vater wiederum war ein jüdischer Kommunist und ist während des Faschismus in Deutschland zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt worden und ist dann 1936 auch nach Prag emigriert und lernte hier meine Mutter kennen, in Prag. Ebenfalls Juden. Und 1938 sind meine Eltern weiter geflohen, wieder von den Faschisten, diesmal nach England, und haben dort den Krieg überlebt, sind danach nach Deutschland zurückgekommen und, wie gesagt, sie waren auch Kommunisten und haben dann versucht, in Deutschland eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen. Und die sind wahrscheinlich zurück nach Berlin gekommen, die Eltern? Meine Eltern sind zurück nach Berlin gekommen und 1949 wurde ich geboren. Und mein Vater arbeitete als Journalist bei der Zeitung Neues Deutschland. Er war Auslandskorrespondent, unter anderem in London und in Moskau. Und ich wurde auch in diesem Sinne erzogen, im Sinne des Sozialismus und Kommunismus, und habe eine ganz normale Kindheit gehabt, war ein junger Pionier und in der kommunistischen Jugendorganisation ebenfalls. Habe dann meinen Vater nach Moskau begleitet und habe 2 Jahre in Moskau gelebt. Das war 1963 bis 65. Also ich war 13, 14 Jahre alt. Und danach sind wir wieder zurück nach Berlin. Und ich bin auf eine Oberschule gekommen, das heißt, man würde es dann vielleicht Gymnasium. Und hatte in dem Alter 16, 17, 18 natürlich ganz normale Generationskonflikte, die sich zwischen Eltern und Kindern, vor allen Dingen zwischen Vätern und Söhnen, immer wieder abspielen, austragen müssen mit meinem Vater. Wir waren in politischen Fragen grundsätzlich immer unterschiedlicher Meinung. Wie gesagt, mein Vater als Kommunist. Gott sei Dank war er kein Dogmatiker, aber doch total von der Sache überzeugt. Und ich hatte als Jugendlicher schon meine ersten Reibereien mit dem System. Es war mir alles zu grau, zu starr, zu dogmatisch und vor allen Dingen, es wurden immer wieder Lippenbekenntnisse abverlangt von einem. Man sollte immer sich zum System und zum Staat bekennen. Das war mir zuwider. Ich selber hatte eigentlich nichts gegen eine bessere und neue und gerechte Gesellschaftsordnung. Und konnte mir sehr wohl auch einen Sozialismus vorstellen. Aber was ich mir absolut nicht vorstellen konnte, warum sollte denn Sozialismus keinen Spaß machen? Warum soll Sozialismus unfrei sein? Das ging mir nicht in den Kopf. Und 1968 spürte ich dann den Hauch der Freiheit aus Prag kommt und bin im Frühjahr 1968 mit einigen Freunden häufig auch nach Prag gefahren und merkte, hier entwickelt sich etwas anderes. Hier wird es freier, hier wird es demokratischer. Und habe gehofft, durch diese Entwicklung wird es auch in der DDR mal so werden. Wenn ich Sie gut unterbreche,
Verbrecher. Wie haben Sie die ersten Informationen über das Geschehen hier erfahren? Kam etwas in die DDR hinein? So, Sie haben gesagt, Hauch der Freiheit. Konnte man überhaupt aus der damaligen Zeitung oder so etwas erfahren darüber? Es war 1968 so, dass wir in Berlin gelebt haben. In Berlin haben wir gleich noch West-Berlin gehabt. Das heißt, wir hatten auch West-Radiosender empfangen können, West-Fernsehen. Und auch in unseren, also in der DDR, in den Zeitungen, wurde schon auch über Prag berichtet. Natürlich sehr zwiespältig und immer mit einem Vorwurf. Aber gerade das, da wir es gelernt hatten, zwischen den Zeilen zu lesen, wussten wir, wenn in der DDR-Presse über einen Staat oder über eine politische Sache so kontrovers diskutiert wurde, dass es dann wirklich erstmal interessant ist. Und aufgrund dessen sind wir gleich nach Prag gefahren, Freunde von mir und ich, um zu gucken, was ist denn hier los? Warum wird so in der DDR-Presse darüber so negativ berichtet? Und stellten fest, es ist natürlich genau das Gegenteil. Wir sind hier angekommen, sind ausgestiegen aus dem Bahnhof und konnten sofort Zeitschriften und Zeitungen auch aus Westdeutschland hier kaufen. Und es gab die Schallplatten, die uns interessiert haben. Wie gesagt, ich habe all die Dinge, die ein Jugendlicher zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, geliebt. Das war also die Beatmusik, Rockmusik, lange Haare. Man kann sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich hatte damals lange Haare. Wir waren gekleidet wie die Leute im Westen ebenfalls, also mit amerikanischen Parkerkutten und sahen aus wie Hippies. Das war unser Leben und wir wollten nicht im Gleichschritt marschieren. Und Sie haben gesagt, die Atmosphäre hier hat Sie vom ersten Augenblick irgendwie nicht überrascht, aber Sie haben das empfunden. Kamen Sie in Kontakt mit den Tschechen hier irgendwie? Haben Sie mit ihnen reden können, oder? Wir sind nach Prag gefahren und waren sofort fasziniert von der Atmosphäre, die in der ganzen Stadt war. Es war eine Atmosphäre, Tatsache des Aufbruchs. Und wir hatten natürlich auch Kontakte zu tschechischen jungen Leuten, zu jungen Pragern. Jetzt nicht, dass wir da uns großartig befreundet haben, aber wir haben nachts auf dem Wenzelsplatz gesessen. Da saßen junge Leute mit Gitarre und haben Musik gemacht, wir haben mitgesungen. Es war einfach ein gutes Gefühl. Wir haben da auch nicht stundenlange Debatten geführt oder diskutiert über politische Vorgänge, sondern einfach es genossen, dieses Lebensgefühl der Freiheit zu haben. Immer wenn wir dann nach so einem Wochenende wieder zurück sind, da ging es schon an der Grenze los mit der Drangsalierung. Es wurde sofort unsere Taschen durchsucht nach irgendwelchen Westzeitungen. Und man fühlte sich sofort wieder ja, fast wie eingesperrt. Also der Unterschied war ganz, ganz eindeutig zwischen der damaligen Tschechoslowakei und das Frühjahr 1968, als ich in Prag war, da war ein ganz deutlicher Unterschied zu spüren zwischen Ost-Berlin und Prag. Also wir fühlten uns hier deutlich freier. Ich weiß gar nicht, wie frei es zu diesem Zeitpunkt bereits war hier, aber es war auf jeden Fall ein weiterer Schritt. Und können Sie sich erinnern, wann genau Sie hier waren? Sie sagen, es war im Frühjahr 68. Ein Monat oder? Ja, wir waren im Mai hier, wir waren im Juni hier und ich glaube auch schon mal im März war es noch ein bisschen kälter. Also wir waren dreimal waren wir hier. Dreimal, aha. Dreimal für ein Wochenende. Aha, okay. Und wenn Sie zurückkamen nach Berlin, immer von diesen Besuchern, haben Sie auch Informationen gesucht über oder sich informiert, wie es weiter hier geht, wie sich das Ganze entwickelt? Haben Sie darüber interessiert? Immer wenn wir zurückgekommen sind, haben wir natürlich in unserer Presse, also es gab nur zwei, drei Zeitungen, die ich verfolgt habe in der DDR, gelesen und musste dann feststellen, dass in der Zeitung bei uns ganz was anderes steht, als ich selbst hier empfunden habe und erlebt habe. Es war immer
eine große Schelte gegenüber der Parteiführung hier, gegenüber Dubček und Svoboda. Immer eine Warnung stand in der Presse, dass man jetzt beobachten muss, ob die Tschechoslowakei den sozialistischen Weg verlassen wird. Und diese Unterstellung, es war eine Unterstellung, dass die Tschechoslowakei eben ausdriften wird aus dem sozialistischen Bruderbund. Ja, für mich war es ja, und wenn schon, dann ist es eben so. Dann kann man auch nichts machen, wenn die Tschechen das nicht wollen, dann werden sie eben ihren Weg schon finden. Und bin einfach wieder nach Prag gefahren, um es wieder hier zu genießen. Kamen Sie auch in Diskussionen mit Ihrem Vater? Wie hat er das empfunden? Gab es Kontroversen eventuell, wenn Sie über die Situation hier erzählt haben? Ich habe mit meinem Vater, selbstverständlich darüber laufend diskutiert. Mein Vater war nicht nur einfach Kommunist, sondern er war noch dazu eben Journalist beim Neuen Deutschland. Das ist so eine Zeitung gewesen, die vielleicht vergleichbar war mit der Rude Pravo. Das war das Zentralorgan der Kommunistischen Partei. Er hatte zwangsläufig dazu eine andere Meinung einnehmen müssen. Das Gute am Verhältnis zu meinem Vater war, dass er andere Meinungen akzeptieren konnte, sie nicht für richtig empfand, aber er konnte darüber reden und diskutieren und er war kein Dogmatiker. Und so haben wir eben über die Sachen diskutiert und waren unterschiedlicher Meinung. Und ich habe mich vor allen Dingen darüber aufgeregt und geärgert, wie die Sache in der DDR in der Presse diffamiert wurde und dargestellt wurde. Das war für mich unerträglich. Und wie haben Sie sich, oder was haben Sie sich gedacht, wie das Ganze hier enden wird? Oder sagen wir so, was wird die Sowjetunion tun? Da geht es einfach, da gibt es etwas, da läuft ein Prozess, der einfach droht, dass er außer Kontrolle gerät. Ich muss dazu sagen, ich war zu jung, um die Sachen, um die Erfahrungen, die Ungarn 56, glaube ich, war das, und auch Berlin 53 schon gemacht wurden, die habe ich selber nicht erlebt, jedenfalls nicht bewusst. Ich habe mir auf keinen Fall vorstellen können, dass noch dazu aus meiner eigenen antimilitaristischen und pazifistischen Grundhaltung heraus, dass das mit Gewalt beendet werden könnte. Und habe irgendwelche Anzeichen dafür auch nicht wahrnehmen können oder wollen. Es war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Als es dann letztendlich dazu kam, war ich wirklich zutiefst getroffen und empört. Es ist einfach, man kann nicht einfach in ein anderes Land einmarschieren und sagen, ihr müsst das anders machen. Im Grunde genommen ist es Krieg. Wie hat sie eigentlich die Information von der russischen Einmarsch oder von dem Einmarsch der Staaten des Warschauer Paktes erreicht? Es war am 21. August morgens, ich hatte Schulferien und meine Schwester weckte mich und sagte, die Russen sind einmarschiert. Und sie musste aber los, sie hat studiert, sie musste dann irgendwie zu ihrem Studium und sagte noch, aber bau keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Und bin aufgestanden, sofort Radio an und die Berichte gehört, die da im Westradio kamen. Dann habe ich in Ostradio eingeschaltet und das abgewogen. Habe gesagt, das kann einfach nicht wahr sein. Im Fernsehen konnte man die Bilder sehen,
im Westfernsehen vor allen Dingen und in den DDR-Medien war immer von brüderlicher Hilfe die Rede. Für mich war es ein Skandal und ein Riesenschock. Bin sofort zu ein, zwei Freunden gegangen und wir haben dann darüber diskutiert und haben rumtelefoniert. Dann sind wir in ein Café gegangen in Berlin, wo wir uns immer getroffen haben oder wo viele junge Leute sich getroffen haben und haben dort versucht, Informationen daraus zu bekommen, was ist da los, beziehungsweise auch schon die Idee, das kann man doch nicht einfach ertragen. Da muss man doch auch den Mund aufmachen. Wir sind jung, wir haben nicht nur das Recht dazu, sondern wir haben auch die Pflicht dazu. Dieser Einmarsch, diese Okkupation ist nicht in unserem Namen. Und am meisten hat mich wütend gemacht, dass DDR-Soldaten, dass deutsche Soldaten wieder nach Prag einmarschiert sind, wieder in die Tschechoslowakei marschiert sind. Denn für mich war Prag wie eine Schutzmacht. Meine Familie früher hatte hier schon mal Schutz gefunden vor den Faschisten. Und das war und ist dann wieder von hier verdrängt worden durch die Faschisten, mussten dann weiterfliehen. Das war für mich völlig klar, Deutsche haben ja überhaupt gar nichts zu suchen. Und die Russen hatten natürlich auch nicht viel mehr Rechte als Deutsche, aber dass da Deutsche bei gewesen sind oder sein sollten, ich habe später dann gehört, dass sie gar nicht bei waren, egal, das hat mich am meisten wütend gemacht. Und Sie haben gesagt, Sie waren mit Ihren Freunden, Sie haben darüber über die Situation diskutiert. Wie kam dann der Gedanke, etwas zu unternehmen dagegen? Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich entschieden haben, etwas zu tun, wirklich zu tun? Ja. Wie gesagt, wir waren zu zweit, zu dritt und haben diskutiert. Es war noch mal im Café, waren wir auch mal mehr. Und irgendwie habe ich dann gesagt, wir müssen irgendwas tun. Lass uns mal in die tschechische Botschaft fahren in Ostberlin. Und dort wird es vielleicht die Möglichkeit geben, zu erklären, dass wir gegen die Okkupation sind. Und Tatsache sind wir da hingefahren mit der U-Bahn und sind ausgestiegen. Die Botschaft war natürlich bewacht. Aber irgendwie hat es geklappt. Wir sind reingekommen, wir waren drei junge Leute. Wir sind reingekommen und wurden dort empfangen von einem Mitarbeiter der tschechischen Botschaft, der meinte, ja, es gibt jetzt hier kein Buch, wo man sich so eintragen kann. Aber er brachte uns einen Zettel und einen Stift. Und dort habe ich aufgeschrieben, dass wir gegen diese Okkupation sind, dass dieser Einmarsch nicht in unserem Namen ist und wir volle Solidarität mit dem tschechischen und slowakischen Volk haben und auch mit der Parteiführung unter Alexander Dubček. So, das haben wir dann unterschrieben und haben dieses dagelassen und bekamen dann von dem Mitarbeiter noch Fotokopien von den Beschlüssen des 14. Parteitages der KPC, der gerade am 22. gewesen ist, mit in die Hand. Die habe ich mitgenommen und dann sind wir wieder in unser Lieblingscafé gefahren und dort habe ich dann Freunden dieses Papier gezeigt und vorgelesen. Bin dann nach Hause, habe es auch meinem Vater gegeben. Mein Vater war entsetzt, dass ich da in der Botschaft war und ich hab mir dieses Dokument vom 14. Parteitag gar nicht großartig durchgelesen. Ich war nicht ideologisch interessiert. Für mich war das Ganze mehr eine Sache des Gefühls. Und ja, wie gesagt, ich hab mich mit ideologischen Dingen kaum befasst. Also ich habe keine
keine Parteitagsbeschlüsse gelesen, weder von der KPC noch von der KPDSU. Ich habe auch nicht die Leitartikel von meinem Vater gelesen in der Zeit. Das war mir alles ein politisches Kauderwelsch. Ich wollte einfach Freiheit. Und ja, dann vergingen wieder ein, zwei Tage in Aufregung und im Zorn. Und dann habe ich überlegt, das kann nicht alles sein. Man muss noch irgendetwas tun. Und habe mich wieder mit meinen Freunden getroffen und habe vorgeschlagen, wir machen eine Kundgebung, eine Schweigekundgebung vor der sowjetischen Botschaft in Ost-Berlin. Und eine Schweigekundgebung deswegen, weil wir keine Redner sind. Also ansonsten braucht man jemanden, der eine Rede hält. Wir waren zu jung, wir konnten sowas nicht. Ich wollte das auch nicht. Ich habe gedacht, eine Schweigekundgebung, das ist wahrscheinlich das Beste. Und dann haben wir so kleine Zettelchen genommen, haben aufgeschrieben, am 25. August um 17 Uhr vor der sowjetischen Botschaft unter den Linden in Berlin, Schweigekundgebung. Und diese kleinen Zettelchen haben wir verteilt in Jugendclubs und bei Rock- und Beatkonzerten an andere junge Leute und haben gehofft, es kommen dann ganz viele Leute dahin. Und das waren Sie und die zwei Freunde, die mit Ihnen auf der Botschaft waren, die das organisiert haben, diese? Ja, es war, einer war mit mir schon auf der Botschaft und noch ein anderer kam hinzu, mit dem wir das organisiert haben und unternommen haben. Und Tatsache waren wir dann am 25. August um 4:30 oder so vor der Botschaft und wir standen in kleinen Gruppen, immer so 3-4 Leute von uns. Wir konnten uns gut erkennen, wir hatten alle mehr oder weniger die gleiche Kleidung an, hatten Jeans, hatten amerikanische Parkerkutten und wir hatten hier kleine Fähnchen, diese tschechischen Fähnchen aus Papier uns angesteckt. Und dann haben wir gesehen, ja, da drüben steht ein Grüppchen, da steht ein Grüppchen, da steht ein Grüppchen. Und es wurden auch immer mehr. Man muss sich das vorstellen, dass es eine große, breite Allee ist unter den Linden, die zum Brandenburger Tor führt, mit einem grünen Mittelstreifen, sodass wir sehr wohl gesehen haben, wir waren vielleicht 60, 70 junge Leute. Und wir haben aber auch gleichzeitig beobachten können, dass dort noch andere Grüppchen waren. Das war die Staatssicherheit in Zivil. Ebenfalls ganz junge Leute, vielleicht so alt wie wir oder 2-3 Jahre älter, die hatten eben diese typischen Anoraks an und dann hatten sie am Handgelenk eine Art Regenschirm oder Handtäschchen. Ich glaube eher, das waren Schlagstöcke. Und die standen auch rum in kleinen Grüppchen, ebenfalls immer zu zweit, zu dritt oder zu viert. Und kurz vor 17 Uhr, kurz bevor es losgehen sollte, kamen zwei Mannschaftswagen mit uniformierter Polizei und sind ausgestiegen und sind zu den ersten von unseren Leuten hingegangen und haben Personenkontrolle gemacht. Sprich, zeigen Sie mal Ihren Ausweis, was wollen Sie hier, was machen Sie hier. Und da war schon zu sehen, das ging da und da und da, wurden schon Leute von uns angesprochen. Ich glaube, zur Verhaftung ist es dort nicht gekommen. Und da haben wir die Sache abgeblasen, haben gesagt, das wird nicht, wir werden hier nur eingesperrt, wir werden verhaftet werden, möglicherweise sogar noch eine Schlägerei. Es war zu viel Stasi da. Und wir haben gesagt, wir setzen uns ab. Und ich bin da mit meinen zwei Freunden, sind wir langsam von diesem Punkt weg in Richtung Alexanderplatz. Und als wir losgingen, kam sofort die zivile Stasi hinterher. Ebenfalls versuchten sie sehr unauffällig, das zu tun. Und wir drei entfernten uns, sie kamen hinterher, wir sind ein bisschen schneller, die auch schneller. Dann sind wir losgerannt,
Dann sind die auch gerannt, dann kam eine richtige Hetzjagd. Wir sind dann richtig unter den Linden lang gerannt, hinter uns her die jungen Männer der Stasi. Und dann haben wir uns kurz verteilt. Einer ist da lang, zwei da lang. Und konnten sie dann für kurze Zeit abschütteln. Und plötzlich bremste ein Auto. Und ein Fenster runter war mein Vater, der zufällig aus der Redaktion kam und auf dem Weg nach Hause war und hat uns mitgenommen, uns zu zweit. Ich weiß nicht genau, ich habe meinen Vater darüber nie befragt, ob es wirklich Zufall war oder ob er in seiner Redaktion vielleicht schon über den Nachrichtenticker hatte, dass unter den Linden irgendwas los war. Und mein Vater hatte sehr begründetes Misstrauen in meine Loyalität. Er kannte meine Meinung und hat sich schon vorstellen können, dass ich bei solchen Sachen dabei bin. Dann sind wir ein Stück mit ihm mitgefahren. Er fragte, wo wollt ihr hin? Ja, wir wollen da in unser Café. Und hatte uns tatsächlich auch dahin gebracht. Und in dem Café haben wir dann gewartet und dann kam auch von unseren Leuten dort auch noch zwei, drei Leute irgendwann ein bisschen später an. Das war unser beliebter Treffpunkt eben. Und wir waren enttäuscht darüber, dass es nicht zu dieser Kundgebung wirklich gekommen ist. Es gab eben keine richtige Schweigekundgebung. Aber wir waren auf der anderen Seite auch froh, dass wir den Versuch unternommen hatten und gemerkt haben, ja, es waren schon 60, 70 Leute da. Auch wenn wir auch uns nicht zusammentun konnten. Wir waren aber da. Und wir haben gezeigt, zwar nicht der Öffentlichkeit, die hat davon kaum was mitbekommen, aber wir haben der Stasi gezeigt, wir haben der Polizei gezeigt, es gibt uns. Und wir sind dagegen. Das konnten wir demonstrieren dort. Die nächsten Tage ist dann nicht viel passiert. Am 1. September ging die Schule wieder los. Ich bin in der 12. Klasse gewesen, also in der Abiturklasse. Und normal zur Schule gegangen und bekam dann einen Brief vom Polizeipräsidenten, vom Polizeipräsidium. Es soll kommen am 13. September. Zur Klärung eines Sachverhalts um 8 Uhr ins Polizeipräsidium. Ja. In dieser Nacht habe ich vorher mit meinem Vater diskutiert, dann die ganze Nacht. Mein Vater fragte, wieso, was hast du, warum, was wollen die von dir? Und dann habe ich ihm alles erzählt und er sagte, bist denn du wahnsinnig? Und versuchte noch mir Sachen zu sagen, wie ich mich zu verhalten hätte dort. Ich bin dann morgens hin, um 8 Uhr pünktlich war ich da und dann wurde ich dort verhört und sie hatten ja auch Fotos von mir und den Hinweis auf mich hatten sie bekommen von einem Freund, der bei der Sache nicht mit bei war, der aber davon wusste und der hat es seiner Mutter erzählt. Seine Mutter ist mit ihm zur Stasi und dort hat er alles erzählt. Und so sind sie auf mich gekommen und haben mich sozusagen ausfindig gemacht. Also die Informationen über ihre Person und über die ganze diese Schweige, Schweigekundgebung, es war eigentlich, sie suchte nach den Organisatoren, wenn ich das gut verstehe. Das ist ja, genau. Und haben Sie eine Vorstellung, wie Sie überhaupt darüber erfahren, die Stasi erfahren hat, dass so etwas stattfinden wird? Ja, es war natürlich so, dass während wir dort unter den Linden waren, vor der sowjetischen Botschaft, wurde auch fotografiert natürlich,
auch wenn wir es teilweise gar nicht bemerkt haben. Und als wir unsere kleinen Zettelchen verteilt hatten, in den Clubs vorher, an zwei Tagen war das vorher, da war natürlich auch klar, dass die Informationen, die wir dort rausgeben, mit Treffpunkt um 17 Uhr am 25., dass die nicht im kleinen Kämmerlein bleibt, sondern dass der ein oder andere Zettel auch bei der Staatssicherheit landen wird oder bei der Polizei. Oder über Parteiwege von irgendjemandem weitergetragen. Ich hatte damals noch keine Ahnung gehabt, wie verzweigt das Spitzelsystem war. Aber dass eins vorhanden war, das war mir schon klar. Und wie war es also dann bei dem Verhör oder bei der Erklärung des Sachverhalts? Ja, die Klärung eines Sachverhalts stellte sich ganz schnell heraus, dass es eigentlich nichts zu klären gab. Sie wussten eigentlich schon alles. Fragten mich, was sind Sie das? Ja, das bin ich. Was haben Sie da gemacht? Und ich habe da auch gar nicht lange hinterm Berg gehalten. Ich habe gesagt, was ich da gemacht habe. Wir wollten eine Kundgebung machen. Ja, wie kommt man dazu? Ja, ich bin eben gegen die Okkupation, gegen den Einmarsch und verurteile das und habe dort auf dem Präsidium dort klipp und klar gesagt, wie meine politische Haltung zu dieser Sache ist und dass es mein Recht ist und meine Pflicht ist und habe dort nichts abgestritten oder geleugnet, weil ich einfach der Meinung war, der Tatsache, das müssen die eben akzeptieren. Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass ich deswegen ins Gefängnis komme. Meine Erziehung war von meinem Vater immer so, sag deine Meinung, sag, was du denkst, wir reden darüber, aber natürlich kannst du denken, was du willst, die Gedanken sind frei. Und das war bei mir auch in meinem Bewusstsein, und ich habe gedacht, die Genossen meines Vaters würden ebenso sein wie er. Das war ein großer Irrtum. Gegen 22 Uhr abends wurde ich dann dem Haftrichter vorgeführt und dann wurde mir der Haftbefehl vorgelesen. Doch am gleichen Tag? Am gleichen Tag. Am ganzen Tag waren Sie dort? Es war von 8 Uhr früh bis 22 Uhr auf diesem Präsidium. Und es war den ganzen Tag über Verhöre. Erst mit einem, dann mit dem anderen, dann zu zweit. Also mit zwei Vernehmern, zum Anfang war es auch noch Uniformierte, später dann in Zivil, also Stasi. Dann wurde ich wieder in ein Zimmer geführt, warten, dann wieder raus, dann kam der Nächste und stellte seine Fragen und erklärte jedem dasselbe und hatte für meine Begriffe nichts zu verbergen. Und was wollten die Beamten wissen? Die wollten wissen, wer das organisiert hat. Habe ich gesagt, das habe ich organisiert. Warum? Deshalb. Und sie wollten wissen, ob es Hintermänner gab, ob es Leute gab, die mich gesteuert haben oder die uns gesteuert haben. Gibt es eine Organisation? Gibt es Kontakte nach dem Westen? Sind wir vielleicht vom Westen aus gesteuert worden oder sind wir von Prag aus gesteuert worden? Welche Kontakte gibt es hierher? Aber es gab keine Kontakte hierher, also und schon gar keine Leute, die mich an Fäden hätten. Ich war keine Marionette, es war meine Gedanken und meine Idee. Das wollten sie aber vermutlich nicht glauben und schon gar nicht wollten sie es hören. Sie hätten am liebsten einen Komplott gehabt, dass wir vom Westen, vom Imperialismus aus gesteuert sind, um dann Agitationsmaterial zu haben,
da seht an, so mischt sich der Westen in die Angelegenheiten des Sozialismus ein. Und wenn es schon nicht der Westen war, dann vielleicht, dass Dubček mich gesteuert hätte. Und es war ihnen dann nicht ganz geheuer. Dass, nein, das ist alles in meinem Kopf gewachsen. Und als ich dann, bin dann noch in der gleichen Nacht ins Gefängnis überstellt worden. Das ist ein Stasi-Untersuchungshaftgefängnis in Berlin-Pankow. Und bin dort täglich verhört worden, 4 Wochen lang. Und es ging immer wieder darum, wer sind die Hintermänner. Man hat dann auch meinen Vater versucht, mit hineinzuziehen. Wie gesagt, mein Vater war Kommunist, aber ein innerhalb seiner Partei ein kritischer Geist. Er hat zu oft und zu gern mit seinen Genossen diskutiert. Er hatte auch andere Konflikte, von denen ich noch damals gar nichts geahnt habe, aber jetzt inzwischen gelesen habe. Mein Vater war Auslandskorrespondent in England, in London. Und wurde aus London ausgewiesen. Weil sich dort Mitarbeiter von der DDR, die in einer Botschaft gearbeitet haben, beziehungsweise in einer Handelsvertretung gearbeitet haben, über ihn beschwert haben. Danach ist mein Vater in Moskau Auslandskorrespondent gewesen, also hat aus Moskau berichten müssen. Und auch dort ist er in Konflikt geraten, aber dort in erster Linie mit der Behörde, die die ausländischen Journalisten betreute in Moskau, wo man ihm immer gesagt hat, er soll darüber berichten, darüber. Und er hat sich aber seine Themen auch selbst ausgesucht. Das hat ihn nicht gefasst und nicht gefallen. Das war das Problem, dass er nicht kooperierte mit dem... Ja, genau, ja. Hatte eine andere Meinung über Journalismus. Allein diese Konflikte, es gab auch noch einen Grundkonflikt, der darin bestand, dass mein Vater in England in der Emigration war. Während die richtigen Kommunisten, die waren natürlich in Moskau in der Emigration. Und das war genau die Gruppe um Erich Honecker herum. Und Ulbricht. Die waren alle in Moskau. Und es gab eine kleine Gruppe, die eben nach Frankreich, nach England oder auch in die USA emigriert ist, die ebenfalls Kommunisten waren, aber sie waren halt Kommunisten zweiter Klasse. Wenn ich Sie kurz unterbreche, heißt das, dass er schon vor dem Krieg in der KPD organisiert war? Ja. Mein Vater war schon vor dem Krieg in der Kommunistischen Partei, er war Mitglied einer jüdischen Widerstandsgruppe, die hieß Herbert Baum. Die haben einen Brandanschlag gemacht während der Nazizeit auf eine Ausstellung, die Propaganda-Ausstellung, die die Nazis gemacht haben über das Sowjetreich. Da hatten sie versucht, die Sowjetunion als besonders brutal und menschenfeindlich darzustellen und hatten eine Propaganda-Ausstellung gemacht. Und diese jüdische Widerstandsgruppe hat diese Ausstellung in Brand gesetzt. Und dafür hat er 2 Jahre bekommen. Und daher rührten auch noch einige Konkurrenzkonflikte innerhalb seiner eigenen Partei in den 60ern und auch später noch. Und es wurde während dieser Verhöre immer wieder versucht herauszufinden, gibt es irgendwelche Steuerungsmechanismen, irgendwelche Hintermänner oder Leute, die uns angeleitet haben, von denen ich Propagandamaterial gehabt hatte. Und da war dann plötzlich wieder dieses,
diese Fotokopien vom 14. Parteitag, ganz wichtig, von denen sie wussten, dass ich die habe, weil ich sie auch gezeigt hatte vorher an einige Freunde. Jetzt hatte ich das aber nicht mehr, ich habe das meinem Vater gegeben. Dann hatten sie meinen Vater befragt, der hat dann dort behauptet, er hätte das Material verbrannt. So dass es also nicht mehr auffindbar war. Ja, da war 4 Wochen lang diese Verhöre. Und für mich war eigentlich immer noch klar, dass die werden dann irgendwann, das geht ja hier nicht so weiter, die werde ich ja nicht verurteilen. Dann hatte ich aber einen Rechtsanwalt, Dr. Vogel, der ist später auch bekannt geworden dafür, dass er den Austausch von Gefangenen nach Westdeutschland vorgenommen hat und organisiert hat. Er war sozusagen ein Unterhändler der DDR-Regierung im Westen. Und dieser Dr. Vogel kam zum Anwaltsbesuchserlaubnis zu mir in die Zelle. Und ich fragte ihn dann, na, Herr Dr. Vogel, wie werden Sie mich verteidigen? Und dann sagte ich, ich werde Sie gar nicht verteidigen. Hat er gesagt, das kann man nicht verteidigen. Ich hole Sie hier raus. Das ist meine Arbeit. Und er hat mir klar gemacht, dass ich auf jeden Fall mit einem Urteil zu rechnen habe. Und er meinte, aber ich könnte vielleicht darauf hoffen, dass zum 20. Jahrestag der DDR eine Amnestie erfolgen würde. Das hätte bedeutet ein Jahr. Das aber vielleicht schon zum 1. Mai. Da ist auch immer so ein Datum, wo die Partei sich mal großzügig erweist. Ich könnte aber auch nach dem Westen gehen wollen. Wenn ich nach dem Westen gehen würde, dann könnte es ganz schnell gehen. Also das war das Angebot, dass sie mich abschieben wollten nach dem Westen. Das habe ich abgelehnt, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und einfach aus dem Grund, er hätte mich entwurzelt gefühlt. Ich hatte keine Verwandten, keine Bekannten, keine Freunde im Westen. Ich war 18 Jahre alt und wir waren eine sehr kleine Familie. Eben meine Schwester, meine Eltern und ich. Wir hatten keine Onkels, Tanten und Omas und Opas. Die sind alle vergast worden. Und es war eben eine sehr kleine Familie, aber die war besonders eng. Und das habe ich abgelehnt. Und dann kam Tatsache Ende November das Urteil. Da kam es zum Gerichtsprozess in Berlin, im Stadtgericht Berlin. Mein Prozess hat 2 Tage gedauert. Der Prozess war ohne Öffentlichkeit, es waren keine Besucher anwesend. Die Richterin hieß Frau Klabun. Die hat nicht nur mich verurteilt, sondern, wie ich dann später gelesen habe, hatte viele Prozesse dieser Art geführt. Auch im Zusammenhang mit den Protestlern gegen den Einmarsch. Die verkündete dann das Urteil. 3 Jahre. 3 Jahre Gefängnis. Ich habe es kaum fassen können. Also man muss sich vorstellen, 3 Jahre für nichts. Ich bin in die Botschaft eines befreundeten Staates gegangen. Die CSSR war zu diesem Zeitpunkt auch immer noch ein befreundeter Staat. Und habe dort meine Solidarität bekundet mit dem Führer der Kommunistischen Partei, einem Freund, der zu diesem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, in Moskau war. Er wurde ja, aber er war nicht im Gefängnis, er wurde immer noch
war immer noch der Führer der Kommunistischen Partei. Und bin vor die sowjetische Botschaft gezogen und habe geschwiegen. Mein Protest war ja still. Und dafür kriegen wir 3 Jahre. Das war für mich unfassbar. Noch unfassbarer war es für meinen Vater. Mein Vater hat unter den Nazis 2 Jahre bekommen. Und sein Sohn bekommt von seinen Genossen, von seiner Partei 3 Jahre. Das wollte er nicht in seinem Kopf. Aber so war's. Dann zurück ins Gefängnis. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier 3 Jahre hier drin bleiben muss, als was komme ich raus? Wer bin ich dann? Und ja, ich war also wirklich entmutigt, erniedrigt und im gewissen Grade hoffnungslos. Nach 4 Wochen, kurz vor Weihnachten, ich glaube, es war der 22. Dezember, wurde ich wieder hochbestellt zum Vernehmer, obwohl eigentlich alles abgeschlossen war. Und dort war aber diesmal keine Vernehmung, sondern dort wurde mir gesagt, die Strafe ist ausgesetzt und wird umgewandelt in eine Bewährungsstrafe. Und verbunden mit einer Arbeitsplatzbindung. Das war jetzt mal ein positiver Schock. Und Tatsache, ich war 2 Stunden später frei. Ich konnte es selber kaum fassen und verbrachte dann Weihnachten zu Hause. Und da haben Sie eine Ahnung, warum es zu dieser Änderung kam? Meinen Sie, es war absichtlich vielleicht? Oder? Ich habe eine Ahnung, die habe ich die ganze Zeit gehabt. Oder es waren für mich mehrere Möglichkeiten, die ich durchgespielt hatte. Wir waren ja alles junge Leute. Und sie haben, nach dem, was ich dann später rausbekommen habe, die jungen Leute, die unter einem gewissen Alter waren, unter 26 oder 27, bestraft und dann die Haftstrafen umgewandelt in Bewährung, weil sie, und das glaube ich ganz fest, es sich nicht leisten wollten, eine Schar von Märtyrern und Oppositionellen heranzuzüchten. Ihnen war klar, wenn wir rauskommen, nach 1, 2 oder 3 Jahren, können sie sich gegen uns nicht mehr wehren. Dann werden wir mit einem Zorn, mit einer Wut rauskommen und werden eine Opposition aufbauen. Und davor haben sie sich gefürchtet. Das war bestimmt das eine. Das zweite war, solange wir im Gefängnis waren, hatten sie keine Ruhe vor der Westpresse. Es immer wieder würde irgendwo mal in der Frankfurter Allgemeinen oder in den Tagesschau oder in Nachrichtensendungen das Thema hochkommen. Und das haben sie am meisten gefürchtet, weil in der DDR hatten die Westsender eine große Macht. Sie waren bis auf wenige Flecken in Dresden oder überall zu hören. Und die Leute haben ihre Informationen mindestens über die Hälfte aus dem Westen geholt. So, das heißt, dass Ihre Schweigekundgebung und diese Versammlung, dass man darüber wusste? Darüber wusste man. Es war auch über meinen Prozess in der Frankfurter Allgemeinen berichtet zu dem Zeitpunkt. Da war das Kuriose sogar, dass das Urteil in der Frankfurter Allgemeinen 2 Tage vorher drin stand, bevor es verkündet wurde.
was für mich der Beweis war, das Urteil stand schon vorher fest. Und der Westen hatte ganz gute Kontakte. Und wenn ich noch zu dem Urteil selbst komme, haben Sie oder wissen Sie, ob auch Ihre Freunde Urteile bekommen haben oder bestraft wurden? Ja. Das heißt von den meine Freunde wurden ebenfalls verhaftet. Also noch weitere drei meiner Freunde, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Sprich, Organisatoren, oder? Ja, Mitorganisatoren. Aber es wurde dann, wurden wir getrennt. Ich wurde alleine. Mein Verfahren war eins gegen mich alleine. Und die anderen drei hatten zusammen ein Verfahren. Und sind zu dritt verurteilt worden. Auch zu langen Haftstrafen. Ein Jahr 3 Monate, ein Jahr 6 Monate und ein Jahr 9 Monate. Warum sie das differenzierten, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht wirklich genau, warum man mich abgekoppelt hat. Ich vermute, dass es mit der Stellung meines Vaters zu tun hatte. Ich war von uns Vieren der Einzige, wo der Vater in der Nomenklatura verankert war. Und ich glaube, dass sie das deswegen getrennt haben. Und ich nehme an, während der Untersuchungshaft haben Sie sich nicht sehen können? Nein, wir waren in Einzelhaft. Ich war 6 Wochen lang erst während der ganzen Vernehmung und Verhöre war ich alleine. Und erst als das abgeschlossen war, kam ich noch einen zweiten in die Zelle. Der hatte aber nichts mit dieser Sache zu tun. Er hatte wegen versuchter Republikflucht dort gesessen. Und mit dem habe ich mir dann die Zelle geteilt. Und seit dem 13. September, als Sie verhaftet wurden, waren Sie die ganze Zeit bis zum Prozess gesperrt? Bis zum Prozess und dann noch danach noch 4 Wochen. Und wie war die Einstellung der Beamten zu Ihnen? Also das denke ich nicht. Sie haben natürlich irgendwelche Informationen von Ihnen hören wollen. Wie haben Sie sich verhalten? Wie haben Sie das von dieser Sache ausgesehen, die Atmosphäre oder so? Wie war das? Ich hatte während der ganzen Haftzeit relativ wenig Kontakt, mal abgesehen von Klopfzeichen und so illegalen Kommunikationsmöglichkeiten, die man im Knast genutzt hat. Aber ansonsten hatte ich meinen Vernehmer. Ich bin jeden Morgen um 8 Uhr ging das los mit der Vernehmung bis 12 Uhr mittags und dann um 14 Uhr bis 18 Uhr. Immer wieder dieselben Fragen, immer wieder dieselben Antworten. Und nach einigen Tagen habe ich Fakten verwechselt. Ich wusste es nicht mehr. Bin ich jetzt am 21. um 10 Uhr in die U-Bahn gestiegen oder um 12 Uhr? Bin ich am 22. von dort gekommen oder dahin gegangen? Und das war einmal so beantwortet, einmal so. Und dann kam der Verdacht auf, ich würde alles lügen, alles erfinden. Das stimmt alles nicht. Sie haben doch bestimmt, nein, wenn Sie nicht da waren, dann haben Sie doch bestimmt sich mit dem getroffen. Und gibt es nicht vielleicht doch jemanden, der Sie... Und man versuchte dann daraus einen Strick zu drehen, der natürlich nicht zu drehen war. Ich bin einfach durcheinander gewesen. Es war, ich habe keinen Kalender geführt. Das war ja alles nur immer aus der Erinnerung heraus. Und, aber es war immer mit dem einen Vernehmer. Der war ein gebildeter und freundlicher Mann und hat mich auch ausreden lassen. Hat dann das Ganze immer in ein komisches Deutsch übersetzt, in so eine Beamten-Stasi-Sprache und das dann tippen lassen. Und da musste ich dann lesen und unterschreiben. Das habe ich auch unterschrieben, immer wenn es sachlich richtig war. Es war aber eine unglaubliche Sprache. Eine Sprache, die man als normaler Mensch nicht spricht und
auch, ja, das sind Stasi-Deutsche. Und ein-, zweimal gab es andere Verhöre. Da war dann nicht mein netter, kuscheliger Stasi-Leutnant da, sondern dann waren zwei andere. Und die habe ich auch eigentlich nur kurz gesehen, denn die haben hinter mir gesessen. Und ich wurde von vorne mit einer Lampe angestrahlt, also nicht geblendet, das war kein Folter, sondern ich sollte keine Schatten sehen, sodass das Licht von vorne kam. Und hinter mir waren diese beiden Verhörmeister und die haben Kreuzverhör gemacht. Das ging dann, es waren sehr, sehr schnelle, kurze Fragen und ich hatte auch nur mit kurz zu antworten. Und die Fragen waren auch, oder die Fragen waren eigentlich dieselben, die Art und Weise war strenger und sehr straff und es war eine bedrohlichere Situation und das sollte auch der Zweck sein. Man wollte klar machen, es würde auch anders gehen. Ich bin nicht geschlagen worden und also keinerlei Form von Gewalt oder Folter. Das, also gibt da einfach einen psychischen Druck auf sich. Das war ein psychischer Druck, den man versuchte aufzubauen. Der bei mir allerdings nicht großartig funktioniert, weil ich von meiner Grundgestus her und Konstitution ein gutgläubiger, gutmütiger und friedlicher Mensch bin. Und auch ein Optimist, ein Grenzenloser. Mein Optimismus war nur zweimal erschüttert. Einmal an dem Tag, wo ich am 13. in der Nacht, wo ich eingesperrt wurde, am 13. September, als die Zellentür hinter mir zuging und ich alleine in dieser Zelle war. Und das zweite Mal, als das Urteil kam. Aber davon habe ich mich auch relativ schnell dann erholt.